Hallo zu Hause, herzlich willkommen zum Power Pilates. Wir fangen an, die Füße sind hier hüftbreit aufgestellt, aktivieren direkt das Powerhouse, Beckenboden hochziehen, Po und Bauch etwas gespannt und wir heben die Schultern mit den Fußspitzen gleichzeitig hoch, tief, hoch, tief. Kreist die Schultern dabei nach hinten, die Körpermitte bleibt fest, wir atmen dazu in die Rippenbögen, in den Brustkorb ein und aus. Viermal noch, kreisen, drei, zwei. Jetzt gehen die Arme auf, wir atmen ein, Balance hoch und rund. Einatmen, ausatmen. Genau. Beim Rundwerden ziehen wir nochmal mehr die Powerhouse-Spannung fest, besonders den Bauch nochmal mehr nach innen. Zweimal rund. So, ich bleib oben kurz halten, die Arme führen wir zur Decke. Und von hier aus tauchen wir ab, wir rollen uns tief, setzen die Fersen ab, rollen bis ganz nach unten und ziehen hier im Wechsel die Knie in Streckung und Beugung. Immer ein Bein gestreckt, da merkt man sehr intensiv das Ziehen in der Rückseite und die andere Seite beugt sich. Und so macht das fließend. Vier noch, drei, zwei, eins. Beide gestreckt, Körper in waagerechte Position. Hier bleiben wir einen Moment und bauen jetzt ganz gezielt mal richtig bewusste Spannung im Rücken auf. Der macht sich lang, hier vorne der Kopf, dass wir zum Boden schauen. Hier zieh ein bisschen den Rücken nach hinten, Powerhouse-Spannung bleibt. Und wir schwingen die Arme klein vor und rück. Daumen zeigen zur Decke, Atmung fließt. Und wenn du kannst, lass deine Beine ganz durchgestreckt. Weiter, vier noch, drei, zwei. Wir ziehen jetzt nach unten und federn rund, Rücken ist ganz gelockert, Kopf hängt mit nach unten, die Arme sind entspannt. Nochmal waagerecht, Arme schwingen, bau Powerhouse-Spannung auf und schwing hier an der Seite. Bleib dabei noch vier, drei, zwei. Und tief noch einmal rund. Feder nach. Kleine, letzte, vier, drei, zwei. Und ein letztes Mal. Wir gehen noch einmal in die waagerechte, bauen Rückenspannung auf, die Arme weit zur Decke. Daumen zeigen nach oben und kleine Schwünge. Drei noch, zwei, eins. Und rund, Kopf locker nachfedern. Roll von hier den Oberkörper Wirbel für Wirbel auf. So, aus der Position kreisen sich nochmal nur die Schultern jetzt nach hinten. Okay, wir gehen als nächstes immer in einen weiten Stand. Mit dem rechten Bein machen wir einen großen Schritt zur Seite. Wir ziehen uns auf. Beugen tief und strecken uns lang, tief und lang, einatmen, ausatmen, aktiviere dein Powerhouse mit der Streckung umso mehr, wir bleiben in Streckung und hacken mit den Armen hier oben in der Länge und beugen wieder, tief. Federn und oben jetzt. Kleine hackende Bewegung. Und nochmal Feder auf. Vier, drei, zwei. Genau. Und das kleine schwingende, bewegende Arme und auch das Tiefziehen der Beine, das geht nochmal mehr in diese Spannung hier. Zieh lang hoch. Drei, zwei, eins. Öffne. Bleib unten, beug den Körper im Wechsel, neigen, auf, ziehen, auf. War das am Rücken? Hüfte irgendwo, ne? Ja, das habe ich aber auch manchmal. Das tut aber ganz gut, wenn es dann mal geknackt hat, dann ist es wieder frei. Ziehen wir viermal noch. Tief, hoch, drei, zwei,
komm nach links, halte hier. Genau, versuch die Arme in diese Diagonalposition zu bringen. Wir strecken jetzt das rechte Bein. Linker Fuß, also das linke Knie zieht weit nach außen, da lehnt sich der Körper ab. Genau, wir spüren ein Ziehen so ein bisschen noch in den Beinen, innen. Drücken uns jetzt hoch, beugen uns hier mit gestreckten Beinen und wieder tief mit der Ausatmung. Einatmen lang, drück dich ab vom Oberschenkel und tief, atme aus. Und ausatmen. Viermal lang. Einatmen und ausatmen. Drei noch lang und tief. Und der linke Arm, der zieht jetzt nochmal richtig besonders weit hoch. Letztes Mal ziehen wir einmal noch hier nach oben. Kommen zum linken Bein. Ziehen den Oberkörper jetzt dort zum Bein nach unten, dass beide sich strecken. Bleib auf der linken Seite und feder kleinste Bewegung mit dem Oberkörper hier nach unten. Letzten 8, 7 Federn noch 4, 3 und wir bringen die Füße wieder in der Mitte zusammen. Rollen uns hier in der Mitte langsam auf in den Stand. Powerhouse kurz gelöst und die Schultern sanft nach hinten kreisen. So, jetzt machen wir den großen Schritt mit links zur Seite. Erstmal ziehen auf und nach oben. Lang einatmen, öffnen, ausatmen, lang ziehen. Sind wir schon nur zu zweit, gell, oder haben wir keinen Platz? Öffne, einatmen und das stimmt, die hatte ich bestimmt auch erkannt. Einatmen und aus. So, jetzt bleiben wir oben und machen die kleinen hackenden Bewegungen. Erstmal im Stand, Körper verlängern und jetzt öffnen wir uns, ziehen mit der Hüfte. 4, 3, 2, nochmal lang. Komm, Powerhouse fest, Körper verlängern und tief. 4, 3, 2, nochmal. Komm, lang ziehen und tief gehen. Zweimal noch, hoch, kleine hackende Bewegungen und öffnen. 4, 3, 2. So, wir beugen im Wechsel. Wir ziehen zur Seite und auf. Hier lassen wir die Beine noch in ihrer Beugung. Kommen gleich dann näher zum rechten Bein. Atmen aus und ein. Genau, der untere Arm zieht vor dem Körper quer. Obere ist die Verlängerung der kompletten Seite. Der streckt sich über Kopf. Ausatmen, einatmen. Letzten 4. Komm, 2. Halte jetzt und streck dein linkes Bein. Wir sind jetzt mit dem Körper mehr auf der rechten Seite. Versuchen nochmal den ganzen Hüftbereich ein bisschen tiefer zu nehmen. Und wenn du merkst, hier wird der Winkel kleiner als 90 Grad, dann mach ruhig den Schritt ein bisschen größer. So, von hier aus drücken wir uns ab. Wir atmen ein, rechter Arm weit und aus wieder zum Bein. Genau. Einatmen, lang. Und aus. Neig tief. Genau, das ist jetzt speziell für die Rumpfmuskulatur in der Seite. Die gehen wir jetzt gleich am Boden noch mehr kräftigend auch an. Viermal hoch, einatmen und aus. Kommt zwei noch. Hoch, einatmen, aus, letztes Mal. So, von hier aus beug dich zum Bein, streck das rechte Bein, lass den Körper an dieser Seite, Federkleine tief. Letzten 8,
vorne, tief. Und dann in die Mitte gehen. Schließ die Beine langsam, hüftbreit. Roll dich Wirbel für Wirbel auf in den Stand. Und kreis nochmal lockernd. Wunderbar. Gehen wir jetzt zum Boden, machen in der Seitenlage weiter. Wir legen uns auch direkt komplett ab. Den unteren Arm strecken wir hier in der Verlängerung des Körpers mit weg und den oberen halten wir senkrecht zur Decke. So, das Powerhouse wird auch hier aktiviert. Bauchspannung, Po spannen, Beckenboden anziehen und jetzt halten wir die Beine schwebend und drehen die Füße nach außen und wieder nach vorne. Aufdrehen und fortbewegen. Tempo. Auf, voll. Das ist gar nicht so leicht. Geht immer gut hinten in die Spannung vom Po. Dieses Aufdrehen bewirkt uns hinten eine Stärkung in der Po-Muskulatur und Oberschenkelinnenseite. Komm. Zieh. Ziehen. Wenn dir das zu sehr wackelig wird, dann kannst du auch das untere Bein erst nochmal weglassen und mach die Bewegung zumindest nur mit dem oberen. Viermal mehr. 3, 2, halte geöffnet. Halte. So, wir versuchen die Fußspitzen so zu lassen, die Beine schweben beide. Und jetzt kommen wir mit dem freien Arm über Kopf und beim Hochkommen löst sich der Körper und wir schwingen. Einatmen lang. Und hoch. Einatmen. Spann nochmal immer wieder dein Powerhouse nach. Besonders den Po, die Oberschenkelinnenseite drückt zusammen. Fest. Und lösen. Viermal noch. Fest. Und lösen. Komm hoch. Und ab. Müsste schon ein bisschen in den Oberschenkeln auch brennen. Drück die fest zusammen. Oberschenkel, Innenseite und ab. So, von hier aus dreh dich auf die Po-Hälfte. Jetzt sind die Füße wieder entspannt und wir ziehen jetzt die Knie zusammen mit dem Arm hier, machen einen Crunch komplett und lösen wieder in Streckung. Ran und weg. Atmen aus. Ein. Zur Kräftigung der oberen Bauchhälfte. Wenn das zu schwierig ist mit gestreckten Beinen, kannst du auch beim Runtergehen hier die Beine gebeugt lassen und zusammenziehen. Viermal mehr, zieh ran. 3, 2, sehr gut. Und einmal ab. So, kurz entspannen. Dann wiederholen wir beide Übungen noch einmal. Mit der ersten Übung haben wir gezielter die Taille gestärkt und dann auch Oberschenkel-Po-Muskulatur. Die gehen wir jetzt nochmal an. Das war die Auswärtsdrehung der Beine. Löst beide an, spann ein Powerhouse, halte die Körperspannung, Fuße flex und wir drehen jetzt. Auswärts, Mitte. Jawohl. Komm, 8, 7, viermal drehen, 3, 2, jetzt halten, Oberkörper lang und hoch, kleine Schwünge, nochmal zieh, lang und hoch, kleine Schwünge, Spannung in der Taille spüren, einatmen, aus und schwingen, nochmal, lang und hoch, kleine Schwünge. Zweimal mehr. Einatmen, aus. Dreh die Beine nochmal mehr auswärts. Drück die Oberschenkel aneinander. Jetzt strecken wir uns Beine nebeneinander parallel und hochziehen. Einatmen, lang und hoch. Strecken, hoch. 4, 3, 2, hoch. Und Pause. Ab. Dreh dich in Bauchlage. Wir haben jetzt stark auch die Hüftbeuger die ganze Zeit gewinkelt, gebeugt.
Und zwar drücken wir uns jetzt mal von hier aus nach oben, dass die Knie liegen bleiben und deine Hüfte sich nach vorne unten zieht. Du dich lang machst im Oberkörper. Wir schieben ein bisschen die Hüfte nach rechts und links. Spann trotzdem etwas dein Powerhouse mit an. Schultern bleiben unten und Nacken lang. Einmal zurückgehen, Po Richtung Fersen, entspannt nach hinten. So, hier bauen wir jetzt noch eine Planke ein und dann nehmen wir uns die andere Seite später gleich vor. Nimm die Hände nochmal nach vorne, die Füße stellen wir auf, wir ziehen uns lang. Genau. Halten Po gespannt. Beckenboden und Bauch gespannt. So, jetzt drehen wir von hier aus auf der Seite auf und ziehen jetzt das obere Knie von hier aus einmal nach oben beziehungsweise nach vorne, nach oben, nach vorne, nach oben. Versuchen wir. Vor und auf. Vor und auf. Wenn das so dolle wackelt, geht mal unten auf. Genau. Zieh auf. Das ist ein bisschen leichter, aber mehr Auflagefläche. 4, hoch, 3, hoch, 2, lang. Sehr gut. Einmal abstützen, bleib in der Planke. Nochmal halten. So, jetzt machen wir immer mit einem Arm eine Schwimmbewegung. Wir gehen vor, auf und ran. Anderer Arm. Vor, auf und ab. Tempo schneller. Vor, auf, ab. Vor, auf, ab. Lang, Seite, ab. Viermal. Strecken, öffnen, tief. Strecken, öffnen, tief. Zwei, ab und löse. Tief. Super. So, jetzt haben wir die erste Seite. Merkt ihr, welche Seite eben im Seitstütz war? Wir drehen jetzt direkt auf die andere und machen erst die Übung mit den Beinen. So, wir waren jetzt eben komplett auf der unteren Seite. Jetzt kommen wir hier zur anderen Seite. Wir heben wieder die Beine ein Stückchen an. Armenverlängerung, Füße flex, dreh auf, ups, Mikro mal weg, komm, auf, drehen, Oberschenkel, Innenseite möglichst fest, komm, noch 8, mehr, 7, 6, 5, 4, 3, 2, atme mit dem Arm ein, lang, und hoch, Feder, weiter, kleine, nochmal, komm, einatmen, hoch und federn, nochmal, einatmen, hoch, Feder, dort, vier davon, ein und lang, Spannung in der Taille spüren, zwei nur noch, öffne, hoch und schwingen. Schön das Auswärts mit den Beinen halten. Jetzt dürfen die Füße wieder parallel und wir ziehen uns hier zusammen. Komm, lang und hoch. Einatmen, ausatmen. Genau, hier liegen wir mehr auf der unteren Po-Hälfte. Zieh letzte viermal, streck dich zusammen. 3, ran, 2, hoch und dann lösen wir kurz. Kleine Entspannung zum Durchatmen, dann werden die wiederholt und dann haben wir zum Abschluss noch den Seitstütz. So,
fangen wir nochmal mit den Beinen an. Powerhouse-Spannung aktiv werden lassen, dass wir hier in der Mitte nicht umfallen. Beide Beinenstücke löst. Füße flex, dreh auf und vor. Komm. Und wenn du auswärts drehst, die Fußspitzen also voneinander weg, muss hinten nochmal der Po mehr gespannt werden. Das Anspannen, ziehen, ziehen. Viermal auf, drei, zwei, der Arm atmet über Kopf ein, lang und hoch schwingen dort. Noch einatmen, hoch und schwingen. Komm lang, einatmen, hoch, schwingen. Zweimal hoch. Letztes Mal. Jetzt ziehen wir uns lang und kommen mit den Knien hoch. Strecken, ran. Bleib auf dieser Po-Hälfte. Zieh auf und hoch. Acht, ran, öffnen, zusammen. Letzten vier, lang, hoch, drei, zwei, sehr schön. So, wir lösen und wir drehen uns auch jetzt nochmal zum Bauch über. Genau wie eben dehnen wir jetzt nochmal den vorderen Bereich auf. Wir heben den Rücken, lassen die Schultern hinten, unten, Knie abgelegt. Die Hüfte zieht so weit sie kann nach vorne und schiebt nochmal das Becken ein Stück rechts und links, wenn das für dich angenehm ist, mit hin und her. Wir kommen zum Seitstütz. Die Hände suchen eine Schulterbreite Position für den Anfang, die Füße ebenso. Und dann drück dich weg, halte, dreh dich zur Seite auf, finde festen Stand und das obere Knie dreht vor und auf, vor und auf. Drehen und öffnen. Letzten vier, vor und auf. Drei, auf, zwei, hoch. Wieder in die Planke, diesmal beide. Nochmal aufstützen, Hände, Füße, Körperspannung halten. Powerhouse nochmal gut fest und jetzt das letzte Mal noch die Schwimmbewegung. Wir gehen vor, auf, ran. Vor, auf, ran. Versuchen so wenig wie möglich den Körper hier zu verändern. Der bleibt mittig, ruhig gehalten. Vier, auf, tief. Drei, auf, tief. Letzter. Und löst auf. Zieh dich nach hinten. Wir entspannen hier nochmal. Atmen tief ein und aus. So, jetzt bin ich auch gut ins Schwitzen gekommen hier heute. Ja, liegt an der Außentemperatur. So, ihr dürft euch nochmal bequem hinsetzen. Ziehen wir den Rücken in die Länge, die Arme strecken sich. Ausatmen, rund nach vorne. Nochmal lang. Und ausatmen. Zweimal hoch, mittig und auf. Strecken. Und rund. Jetzt gehen die Arme nur nach oben und die beugen wir den gesamten Körper leicht. Mitte, zieh dich in die Länge und neig zur Seite. So wiederholen wir jede ein letztes Mal.
Schultern. In der Mitte lösen wir die Arme und schwingen die aus. Und damit haben wir es geschafft. Dankeschön fürs Mitmachen.